Hey Leute, heute gibt's wie versprochen den Review zur Panasonic HC727. Schauen wir uns die Kamera erstmal im Generellen an. Wie schaut die Kamera aus? Bla bla bla. Also, sie schaut aus wie ein ganz normaler Camcorder. Was dazu zu sagen ist, sie ist relativ leicht mit Akku nur 320 Gramm. Kann man also easy überall mitnehmen. Die Akkulaufzeit beträgt circa, wenn man manchmal filmt und manchmal wieder nicht filmt, 1,5 Stunden. Also ist brauchbar. Wenn man wirklich wesentlich mehr braucht, dann sollte man sich einen extra Akku kaufen. Fangen wir beim allerersten und wichtigsten Punkt an, der Auflösung. Wie shootet die HC727? Also die Auflösung ist Full HD, sprich 1080p. Und das Coole ist, wir können zwischen 4 verschiedenen Modi wählen. Das heißt, von niedrigster Qualität bis höchster Qualität. Der Vorteil dabei ist einfach, wenn wir jetzt ein Video machen, wo die Auflösung nicht im Vordergrund steht, dann nehmen wir einfach die Lower Qualität, weil da gibt es weniger Datenmenge. Aber wir haben noch ein extra Feature, die beste Qualität wird erreicht, wenn wir 1080p 50p hernehmen. Das heißt, wir haben 50 Frames per Second und Full HD, beste Qualität. Das ist halt der Hauptmodus der Kamera und das ist auch was das Beste ist. Wir haben schöne Slow Motions, können bis zu 50% Speed runtergehen und haben trotzdem ein gestochen scharfes Bild. Kommen wir zum zweiten Punkt, der Zoom. 50-fach intelligenter Zoom, aber nur 26-facher optischer Zoom. Was heißt intelligenter Zoom? Im Grunde erkenne ich keinen Unterschied zwischen optischem Zoom und intelligentem Zoom. Die Qualität bleibt völlig die gleiche, sagt auch Panasonic, die Qualität verschlechtert sich nicht. Und es ist auch so, das heißt, wir können bis 50-fachen Zoom geben, das ist unglaublich weit, können weit entfernte Ziele wahnsinnig nah ranholen und haben trotzdem eine Bombenqualität. Es gibt zwar noch einen Digital-Zoom, der bis 1500-fach geht, aber den lasse ich jetzt gleich mal weg, weil da wisst ihr, dass das Scheißqualität ist, braucht man nicht. Bis 80-fach kann ich sagen, ist der Digital-Zoom okay. Drüber wird es einfach nur völlig verpixelt. Was zu der Linse generell noch zu sagen ist, sie hat eine 28mm Wide-Linse, das heißt, wir haben schon ein relativ breites Sichtfeld, das ist auch schön, wenn wir mal nicht so viel Platz haben. Wie jetzt hier, die Kamera steht circa 1 Meter nur von mir entfernt. Kommen wir zur Makroaufnahme. Ein wahnsinnig geiler Punkt, was diese Kamera kann, und zwar wenn wir nah reinzoomen ins Bild, und zwar gibt es eine extra Makrofunktion, da wird dann extra scharf gestellt, dann schaut es aus wie bei einer Spiegelreflex. Wir haben wirklich nur einen kurzen Bereich, der scharf ist, der Rest außenrum unscharf, lässt das Bild nochmal 1000-mal besser wirken. Der Autofokus. Der Autofokus, kann ich nur sagen, funktioniert schnell und zuverlässig. Das, was einfach hauptmäßig im Bild ist, wird fokussiert. Und die Brennweite ist überhaupt unglaublich. Wir können fast sagen, 2 cm circa, ab da fokussiert die Linse perfekt. Das Geile ist, der Fokus ist nicht immer Autofokus, sondern wir könnten auch theoretisch auf manuell Fokus schalten. Muss jetzt aber nicht sein, weil der Autofokus wirklich sehr gut arbeitet. Kommen wir zum Mikrofon. Beim Mikro haben wir mehrere Möglichkeiten. Einmal 5.1, dann 2-Kanal, dann Stereo-Mikrofon oder Zoom-Mikrofon. Zum Display gibt es eigentlich nur ein paar Sachen zu sagen. Wir haben 3 Zoll, also 7,5 cm und es ist unglaublich geil. Wir haben einen schönen Touch und zwar nicht wie beim Handy normalerweise, sondern er geht ein bisschen auf Druck. Das heißt, wenn wir nur mal drüber streifen, passiert nichts. Man muss schon ein bisschen draufdrücken, finde ich persönlich gut. Mancher mag es vielleicht nicht, aber das ist Ansichtssache, wie es jedem gefällt. Was nur dazu zu sagen ist noch zum Display, selbst wenn wir Rückenlicht haben, mitten ins Display rein, kann man immer noch sehr gut erkennen, was am Display ist. Die Kamera ist mit einer App steuerbar, da sage ich jetzt gar nichts dazu. Das ist völlig easy, kennt ihr, so ähnlich wie bei der GoPro. Keine Besonderheiten, funktioniert aber perfekt. Im Lowlight ist die Kamera sehr intelligent, sie hat nämlich ein Licht vorne. Da denkt man jetzt als erstes, was soll das sein, es ist hier nur so eine kleine Lampe. Aber ich muss sagen, wenn ihr jetzt wirklich stockdunkel ist und ihr den Nachtsichtmodus einschaltet, dann ist es wirklich auf 10, 20 Meter völlig aufgehelltes Bild. Schaut echt cool aus, schaut aus ein bisschen wie ein Nachtsichtgerät, nur halt ohne Grünstich. Und ich kann euch nur sagen, im Lowlight filmt die Kamera echt gut. Kommen wir zum Stabilisator. Ohne Stabilisator bringt sich der 50-fache Zoom gar nicht, weil
man einfach nur völlig hin und her wackelt, wenn man aus der Hand filmt. Es ist völlig bescheuert, ohne Stabilisator ein 50-fach Zoom in eine Kamera einzubauen. Aber der Stabilisator ist wirklich unglaublich geil. Wenn wir aus der Hand filmen, können wir das Bild völlig ruhig fokussieren, selbst bei 50-fach Zoom. Und das ist schon eine tolle Sache, da kann man nicht meckern. Und weiter geht's zum nächsten Punkt. Jetzt mein generelles Resümee. Ich finde die Kamera für ihr Geld sehr gut. Also, wir haben tollen Zoom, sehr gute Auflösung, schön 50 Frames per Second. Makro-Einstellung, das heißt, es kommt einer Spiegelreflex gleich. Logischerweise ist das Bild nicht so scharf, aber wir haben trotzdem die schönen Unschärfen. Im Lowlight geht die Kamera auch gut. Der Autofokus funktioniert souverän. Und wir können richtig viel selbst einstellen. Wie zum Beispiel den Fokus oder die Rot-Blau-Tönung und so weiter. Viele mehr Sachen. Wir können aber auch einfach ins intelligente Menü gehen. Ich kann wirklich nur sagen, es ist wirklich intelligent. Also es erkennt sofort, sind wir in der Landschaftsaufnahme, sind wir in der Porträtaufnahme, sind wir in der Indoor-Aufnahme, ist das Bild zu dunkel, wird alles generell eingestellt. Damit filme ich am liebsten. Also die Kamera ist ihr Geld auf jeden Fall wert. Tolle Sache zum Kaufen.